Dieses Computerspielprodukt ist ein fiktionales Werk. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder Lebenden oder Tonpersonen ist ein reiner Zufall. Watch Dogs. Bliebe Taste drücken. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu Let's Play Watch Dogs. Saugeil, ich habe mich lange drauf gefreut und jetzt ist es endlich da. Ich liebe den Bootscreen auf alle Fälle schon mal. Das sieht aus wie ein gigantischer Lag, aber das soll so sein, das ist gut so. Und wir drücken einfach mal eine beliebige Taste. Oh, hier ist die Maus, okay. Mausgeschwindigkeit ganz schön schnell. So, jetzt ist es schon besser, schön, und es lädt. Ich würde sagen, ich gehe erstmal in die Option rein. Und guck mir an, wie das ist, der Teilstufe hoch. Ich versuche es erstmal auf Ultra zu stellen. Wasser, Ultra, Shader, hoch. Bewegungsunschärfe an. Soll ich es probieren? Komm, lass ich erstmal hier so auf niedrig. Ansonsten Wasser ist, glaube ich, an sich. Ja, diese hier Mobile App und sowas, die können wir noch nicht runterladen. Die kommt erst morgen. Übernehmen. Ach, das war's schon. Kein Umbruch? Das finde ich geil, das finde ich sehr geil. Gameplay, schon Audio und Sprache. Dann nochmal kurz reingucken. Deutsch, Deutsch, Untertitel an. Okay, ansonsten bin ich so ganz zufrieden. Dann würde ich sagen mal, frisch ans Werk und ich bin gespannt. Ich habe mich echt lange auf das Spiel gefreut und ich hoffe, das kann was. Okay, ich denke schon, dass das richtig was kann, aber ich bin mal gespannt, wie es mein PC auch aushält so. Mit den FPS und so, keine Ahnung. Soll ja krass sein, aber ich habe auch einen guten PC einigermaßen. Sollte das abkönnen. Und ich hoffe, mein Aufnahmeprogramm stürzt doch nicht ab. So wie bei der letzten Minecraft-Aufnahme, das war richtig ungeil. Naja, sie müssen Profile von Zivilisten anlegen, um sie zu hacken und Belohnungen finden zu können. Und ich kann mal wieder heute kein Deutsch. Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe mich echt lange auf das Spiel gefreut und es ist endlich da. Eigentlich ist ja morgen erst der Release, also heute ist der 26. in der Tat. Aber mein Vater ist ganz schön geil drauf, ist zur Post gegangen und hat gesagt, hatte halt so eine Sturmmaske auf und eine Waffe halt, so wie immer, ne? Und hat gesagt, leg deinen scheiß Gesicht auf den Tisch und gib mir das Paket jetzt schon. Ja, genau so ist das abgelaufen. Ja. Glaubwürdig? Ja, ich denke schon. Es geht los. Eine Videosequenz. Chicago. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei.
Reese. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Oha. Ubisoft presents. A Ubisoft Montreal production. Elf Monate später. Watch Dogs. Boah, nicht was, ich hab grad so Gänsehaut. Oh. Oh, es läuft mir gerade eiskalt über den Rücken. Login. Oh, episch, episch. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Den verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Mir wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Und damit sind wir im Game. Das ist jetzt meine Mission. Erschießen Sie Maurice. Warte mal. So, Störung kurz rechtfinden. Ja, okay. Echt jetzt? So muss das anfangen. Du hast meine ganze Familie umgebracht. Du hast es aber verdient. Erinnerst du dich jetzt? Alter! FFF, um den Gegner näher zu schlagen. Alles klar. Da haben wir unseren geilen Zeigestock da. Warte, ein Wichser. Das ist ein Handy. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Auf geht's. Q. Drücken Sie und halten Sie Q zum Hacken. Aber als erstes, ich will das da aufnehmen. Ich brauche das gar nicht aufnehmen. Ich brauche das nur hacken. Okay. Also, als erstes, ich bin sehr, sehr... Ich zocke sehr selten, Open-World-Spiele. Und ich zocke sehr, sehr selten sowas wie Third-Person-Spiele. Ich kann auch den Automaten da hacken. Ja, Getränkeautomat. So leicht ist das. Okay, also das Spiel ist seit heute draußen. Also man merkt schon. Keine Ahnung, die Grafik ist ja jetzt nicht so mega geil. Aber... An sich finde ich irgendwie schon... Also ich meine jetzt hier die Grafik da auf dem Schrank da. Aber ansonsten, Grafik sieht geil aus. Aber egal, hier. Zwei Minuten, eine Minute, was? So, oder ist das ein Meter? Egal, ich hack's erstmal. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Scheiße in Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun?
muss echt weit. Medizin nehmen. So, erstmal hier ein paar Sachen looten, würde ich sagen. Chemische Blablabla. Cool, da kann ich was hacken wieder. Was ist denn das? Genau, heute ist ja der Tag vor dem offiziellen Release eigentlich. Und ich kann mich schon glücklich schätzen, gerade zu spielen. Und, aha, Geld. Sehr schön. Schön, Geld. Deshalb können wir die App noch nicht benutzen. Die kommt ja erst morgen raus. Die werde ich mir dann heute aber wahrscheinlich ab 0 Uhr direkt mal runterladen. Sprinten geht auch. Kann ich die Waffe irgendwie verstecken auch? Ah, hier sind wir anscheinend reingekommen. Oh, das sind ja eine Menge Baseballschläger. Das heißt, wir sind gerade wahrscheinlich irgendwo in einem Stadion, würde ich mal so grob tippen. Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Oha. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Was ist das eigentlich für einer? Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ah. Ohne Spaß, was ist der da für einer? Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Oh Gott, oh Gott. Okay, V drücken, bla. Und mit C geht man in Deckung. Folgendes. Leider funktioniert überhaupt keine Technik und ich bin gerade wieder am Nachsynchronisieren. Weil das Audio-Dings einfach nur so krass geruckelt hat. Ich habe echt keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ich muss jetzt wirklich den Rest des kompletten Spiels nachsynchronisieren. Spaß, Spaß und Spaß. Mal gucken. Wo gehe ich denn in Deckung? Da vorne. Das blendet ganz schön. Ist da denn jemand? Oh ja, da ist einer. Erstmal dahin. Alter, das Licht blendet echt krass. Was müssen wir eigentlich jetzt machen? Dahin? Nee. Spusi. Spurensicherung. Kann ich den abschießen? Soll ich den abschießen? Der ist doch rot. So ein scheiß Polizist. Können wir den abschießen? Der Rächer? Sind wir das? Sind wir der Rächer? Wo vor allem, wo ist denn der Zweite? Da. So, jetzt abschießen. Abschießen. Geht das? Geht das? Oder einfach mal jetzt vorstürmen. Jetzt ist er ja dahinter, theoretisch. Kann man die Lampe ausschießen? Nein, natürlich keine Munition, das war ja klar. Immer noch nicht. So ein Kack. So. Schnell hinstürmen. Ach, verdammt. Da sind wir leider in das Blickfeld geraten. Fokus ist eine der nützlichsten und günstigsten Fähigkeiten im... Okay,